typische Momente, bei denen man froh ist, WEPA-Produkte zur Hand zu haben. WEPA produziert Hygienepapiere wie Küchen-, Taschen- und Kosmetiktücher, Servietten, Handtücher oder Toilettenpapier. Von Paul Krengel, 1948 als westfälischer Papiergroßvertrieb gestartet, wurden 10 Jahre später die entscheidenden Weichen für die Zukunft gestellt. Aus dem Papiervertrieb wurde eine Papierfabrik. Da Geld knapp war, baute Krengel seine erste Papiermaschine aus Ersatzteilen. Im Dezember 1958 begann die Produktion von Crepe-Toilettenpapier in Mischede. Und so sind wir dann weitergewachsen, dass wir heute insgesamt in der WEPA-Gruppe mit 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von 1 Milliarde Euro erwirtschaften können, an 11 Standorten in Europa produzieren können und damit für den Handel die große Möglichkeit haben, ihn in allen Regionen in Europa entsprechend zu bedienen. Nur ein kleiner Teil der Produkte wird unter WEPA vertrieben. Das Hauptgeschäft sind die Eigenmarken des Handels. WEPA ist hier einer der führenden Spezialisten in Europa. Diese Handelsmarken müssen sich heute hinter den Markenartikeln nicht mehr verstecken. Das ist die eigentliche Weiterentwicklung der Handelsmarken, dass der Handel auch dort Markenpolitik betreibt. Das ist seine Marke, wo er sich entsprechend vom Wettbewerb durch absetzt, mit einem hohen Qualitätsniveau, wo die Qualitäten im Handelsmarkenbereich zumindest dem der Marke entspricht. Zellstoff und Recyclingpapier bilden den Grundstoff. Mit Wasser vermischt entsteht daraus ein Faserbrei. Dieser Faserbrei fließt in die eigenheimgroße Papiermaschine. Hier werden die Fasern vom Wasser wieder getrennt und in Hochgeschwindigkeit zu einer endlosen Papierbahn verarbeitet und zu einer Mutterrolle aufgewickelt. Das Papier jeder Mutterrolle wird unter anderem auf Dicke und Festigkeit geprüft. Erst dann geht es ins Lager, bereit zu Hygienepapier verarbeitet zu werden. Aber es gibt den größten Unterschied zum Beispiel beim Toilettenpapier darin, dass man in den südeuropäischen Ländern mehr zweilagige Produkte benutzt, in den deutschen Märkten zum Beispiel verstärkt 3-, 4-, 5-lagige Produkte. Die Papierproduktion ist eine kapitalintensive Branche. Um das Wachstum zu finanzieren, ist man bei WEPA experimentierfreudig. Landesbürgschaften, Club-Deals oder eine kurze Liaison mit einem Private-Equity-Fonds halfen das Motto Wachsen statt Weichen zu realisieren. Die Wiedererstarkung des Unternehmens hat uns die Möglichkeit gegeben, dann einen High-Yield-Bond am europäischen Markt entsprechend zu platzieren, wodurch wir die vollständige Refinanzierung des Unternehmens erreicht haben. Das Unternehmen ist damit bis zum Jahr 2020 durchfinanziert. Die international agierende WEPA ist ein nachhaltiges Mehrgenerationen-Familienunternehmen und soll es bleiben. Das bedeutet für uns zum Beispiel, dass es sehr wichtig ist, dass die Nachfolgegeneration ihre Gesellschafterkompetenz erlangt. Man sagt das heute, immer überall wird eine Lizenz für benötigt. Nur Gesellschafter in einem Unternehmen kann man werden ohne entsprechende Lizenzen. Und wir bemühen uns darum, über die Unternehmerfamilientage, über die Ausbildung der Nachfolgegeneration halt eben diese Gesellschafterkompetenz für die Nachfolgegeneration zu erlangen. Denn Zukunft braucht Herkunft. Die Aufbauleistung Paul Krengels prägt WEPA bis heute. Dazu kommt, die Produkte von WEPA sind zukunftssicher. Denn trotz aller technischen Hypes, worauf könnten Sie, wenn es darauf ankommt, wohl eher verzichten?